Ja, herzlich willkommen auf der High-End 2024, auf dem Rose X Pega-Stand. Das ist ein neues Joint-Venture-Unternehmen. Wir stehen aus dem Schweizer Unternehmen Pega und dem professionellen Softwarehersteller und HiFi-Produzenten HiFi Rose aus Korea. Ja, wir stellen euch heute ein paar Geräte vor. Ja, wir können anfangen mit dem RS250A. Das ist ein Medium-Size-Streamer. Hat alle Streaming-Dienste mit an Bord, die man aus dem Rose Store laden kann. Sogar ein digitales FM-Radio, Apple Music, Tidal-Integrität und auch Rose Tube. Man kann also auch Videos abspielen von YouTube, Playlisten anlegen, das Ganze über die komfortable Premium-App verwalten. Ja, ist eine sehr komfortable Sache. Dann gehen wir hier zum RS520 weiter. Das ist jetzt ein völlig integriertes Gerät. Das heißt, ein hochwertiger Vollverstärker digital mit 250 Watt pro Kanal ist an Bord. Auch die ganze Streaming-Sektion, ebenfalls bedienbar über die App. Also alle Geräte nutzen die gleiche App. Und hier brauchen wir einfach nur noch die zwei Lautsprecher anschließen und den Fernseher. Und dann kann man Videos tatsächlich abspielen und auch hochwertige Audio-Files. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Da sieht man schon an den glänzenden Diamanten im Deckel. Das ist ein high-endiges Gerät. Das ist der hochwertigste Streamer aus dem Rose-Programm mit den besten Wandlungen und sehr, sehr vielen Möglichkeiten des Streamings. Ja, eben habe ich schon kurz erwähnt, wir launchen im September ein DAC. Das heißt, der hochwertige Streamer, der hat keinen eingebauten DAC, sondern nur einen digitalen Ausgang. Und passend dazu wird es dann den RD160 DAC geben. Und unter dem DAC haben wir jetzt den RA280. Das ist der kleinere Vollverstärker von Rose im Programm, also ein reiner Vollverstärker ohne Streaming-Sektion. Und der hat auch noch einen sehr, sehr spannenden Bruder, den wir jetzt vorne bei unseren Lautsprechern vorstellen. Also für Technik-Freaks was ganz, ganz Besonderes ist der RA180 Vollverstärker mit bis zu 4x200 Watt Leistung. Da laufen jetzt auch unsere Coax 611 Lautsprecher dran im B-Amping-Betrieb, B-Wiring. Und ja, man sieht schon, die heben sich deutlich gegenüber dem Wettbewerb ab. Also es ist wirklich ein Traum, hier die Lautstärke zu bedienen mit den Zahnrädern. Ist so ein bisschen Nostalgie-Style, aber mit neuester Digitaltechnik ausgestattet. Und daneben der RS150, das ist der große Streamer von HiFi Rose. Ja, also sehr schlichtes Setup, zwei Komponenten, zwei Lautsprecher für den perfekten Musikgenuss. Also ich erwähne nochmal das Besondere, ist der massefreie Bridged-Mode-Betrieb, den wir jetzt hier aufgefahren haben. Das gibt deutlich mehr Kontrolle im Bassbereich und auch die Stimmen kommen wesentlich besser raus. Und ja, das ist die Möglichkeit hier per Schalter statt A- und B-Betrieb halt diesen Bridged-Modus zu betreiben, der einem klanglich deutliche Vorteile bringt. Also damit die Pega-Neuheiten auch nicht zu kurz kommen, durch immer mehr wärmere Farben im Wohnbereich haben wir uns überlegt, wir wollen nicht nur schwarze und weiße und silberne Lautsprecher anbieten, sondern wir können jetzt Sondereloxate machen. Hier sehen wir eine grüne Version, aber es gibt auch blaue, rote, goldene Farben und verschiedene Bronzetöne, die sich an jeden Wohnbereich perfekt anpassen können. Ja, das ist die perfekte Symbiose zwischen HiFi Rose aus Korea und Pega aus der Schweiz. Ein hervorragendes Ambiente zu schaffen für jedes Zuhause mit Top-Klang.